Herzlich willkommen bei Mercedes-Benz Aachen. Mein Name ist Andy Frings von der Kochschule Aachen. Heute habe ich Ihnen ein kleines Gericht vorbereitet. Wir kochen heute kurzgebratenen Thunfisch mit Gurkenspaghetti und Wasabi-Mayonnaise. Hierzu schälen wir als erstes die Gurke ab. Dazu kann man einen ganz normalen Kartoffelschäler nutzen oder einen Gemüseschäler. Einmal runterschälen. Sie nehmen den Schäler und schälen einfach die Gurke so weit runter, bis sie an den Kern kommen. Hier sieht man jetzt, man kommt langsam an den Kern, dann dreht man und schält weiter. Wenn wir diese Streifen haben, legen wir alles übereinander und schneiden unsere Spaghetti zurecht. Das bedeutet in der Fachsprache zu Julienne schneiden, ganz feine Streifen. Hierzu kann man die klassische Schnittvariante nehmen, das Messer einfach in einer kreisenden Bewegung runterzuziehen. Und wie man jetzt schon sieht, haben wir sozusagen ein Julienne-Gemüse, wie man das fachlich sagt. Und ungefähr die Größe einer Spaghetti. Unsere Gurkenspaghetti werden wir jetzt mit Salz und Zucker würzen. Sozusagen marinieren. Dieses dauert dann so 5 bis 10 Minuten. Salz und Zucker macht die Gurke mürbe und treibt die Flüssigkeit raus. Das Ganze kneten wir einmal kurz durch und lassen es ziehen. Im zweiten Schritt werden wir unsere Wasabi-Mayonnaise vorbereiten. Dazu trennen wir ein Ei, fügen einen kleinen Löffel Senf hinzu, eine Prise Salz, machen wir ein kleines bisschen Wasabi hinzu, damit wir jetzt das Ganze aufrühren können. Klassisch, wie man es kennt bei jeder Mayonnaise, langsam anfangen zu rühren und langsam das Öl hinzugeben. Man merkt, wenn die Mayonnaise fertig wird, dickt die langsam an. So, jetzt haben wir eine Konsistenz, die man gut anrichten kann und die auch nicht zu fest und nicht zu dünn ist. Und final runden wir das Ganze mit Koriander ab. Koriander können wir ruhig hinten den Stiel einmal grob abschneiden. Und den Rest können wir aber drin lassen. Hier ist es dann nur wichtig, dass man es ganz, ganz fein schneidet, weil das sonst zu intensiv wird. Ein letztes Mal abschmecken. Und fertig ist die Wasabi-Mayonnaise. Wir kommen zu unserem Thunfisch. Den marinieren wir in Ketchup Manis. Hier reichen 2 bis 3 Minuten Marinade. Hier drauf ist zu achten, haben wir einen Ketchup Manis, der relativ flüssig ist oder eher ein bisschen dickflüssiger. Dementsprechend panieren wir das Ganze sofort oder tropfen ihn erstmal noch ein bisschen ab. Wenn er zu flüssig ist, sollte man ihn erstmal abtropfen. Unserer ist relativ dickflüssig und somit können wir sofort in den Sesam rein. Zum Anbraten nehmen wir ein kleines Rapsöl oder hier, wie in dem Fall, das von eben benutzte Limettenöl. Wir braten den Thunfisch nur ganz kurz an. Wir haben einen kurzgebratenen Thunfisch, der soll innen drin roh sein. Man hört jetzt auch, die Pfanne muss Geräusche machen. Parallel können wir jetzt unsere Gurke anrichten. Hier drücken wir das Wasser aus der Gurke, damit diese gleich nicht auf dem Teller ist. Thunfisch wieder drehen. Und dann können wir den auch schon ausschalten. Wir nehmen den Thunfisch raus. Lassen ihn kurz auf dem Brett ruhen und schneiden ihn dann runter. Hierzu kann man nach Belieben dünne Scheiben schneiden. Ich mache das einmal vor. Oder man schneidet ein ganzes Stück, was man dann komplett längs durchtrennt. Damit man die gesamte Fläche auf dem Teller erkennt. Diese würde ich jetzt parallel anrichten. Wir dekorieren das Ganze mit Kresse. Und drapieren das Ganze mit unserer Wasabi-Mayonnaise. Zusätzlich marinieren wir nochmal das Ganze mit einem klein wenig Sesamöl. Und würzen das Ganze mit Fleur de Sel. Fertig ist Ihr kohlenhydratarmes, gesundes Gericht. Für denjenigen, der den größeren Appetit hat, kann gerne dazu einen Wasabi-Püree zubereiten.
Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Nachkochen. Guten Appetit!